Hallo, willkommen zurück zu Until Dawn. Ja, ihr werdet gleich eine wunderbare Aufnahme hören, wo die Soundqualität einfach super, mega, oberscheiße ist. Es tut mir sehr, sehr leid. Ja, ich habe wieder irgendwelche Scheiße gebaut, glaube ich. Mit den Kabeln. Naja, es klingt ganz fürchterlich auf jeden Fall. Und ich glaube, ab einem gewissen Zeitpunkt ist dann die Stimme so leise und so am Rauschen, man kann da eh nichts mehr verstehen. Ach, es ist einfach ein Graus. Ich wollte diesen Teil hier aber jetzt nicht löschen, weil das nun mal das erste Mal war, wo ich das Finale hier gespielt habe. Also, wenn ihr möchtet, guckt es euch natürlich trotzdem an. Es ist auch sehr tragisch, was da passiert, muss ich sagen. Aber ansonsten habe ich das jetzt einfach nochmal aufgenommen, die Episode. Und lade es quasi ab da, wo das hier auch losgeht, lade ich es noch ein zweites Mal hoch mit normalem Ton. Werd da aber auch andere Entscheidungen treffen, natürlich, ne? Ich kenne es ja jetzt schon und so. Also von mir aus könnt ihr es zweimal angucken oder einmal oder ja, kein Mal, wenn ihr wollt. Zumindest gibt es jetzt eine gute und eine schlechte Version. Und den Rest überlasse ich euch. So. Und viel Vergnügen. Ciao, ciao. Willkommen zurück zu Until Dawn. Ich glaube, wir befinden uns hier kurz vor dem Finale. Also auf jeden Fall ist es nur noch eine Stunde bis zum Sonnenaufgang. Ja, und netterweise spielen wir tatsächlich noch mal Matt, wo auch immer er das ganze Spiel über gesteckt hat. Ich habe gar keine Lust weiter zu spielen, ganz ehrlich. Ich will gar nicht wissen, was jetzt für ein Scheiß passiert. Okay, aber es nützt nichts, ne? Wir wollen hier raus und auch wenn ich zu Matt leider noch keine Beziehung aufbauen konnte, weil er nicht wirklich vorkam bisher, will ich ihn natürlich auch retten. Auf jeden Fall ein guter Anfang, ja. Und wir sind bei dem Aufzug. Ist das jedes Mal derselbe Aufzug, bloß in einer anderen Etage oder was? Ich weiß es nicht so genau. Das hier ist zu, ne? Ja, sieht zu aus. Boah, irgendwas ist hier voll am Keuchen. Ekelhaft. Oh, die Musik, Alter. Hör doch auf. Oh, ich gucke mir gerade mal eben die. Oh, wir haben fast alles. Uns fehlt einer. Wirklich, ein einziger fehlt mir. Scheiße. Ja, hier so ein bisschen mehr. Okay. Ich wollte mal eben gucken, ob wir jetzt irgendwelche Hinweise noch für Matt haben. Wenn ich den armen Mann retten kann, vielleicht. Hatten wir schon. Ja. Ja. Oh, Moment. Könnte das auch Matt sein? Ach nee, Matt hat ja eine andere Lampe. Kann er nicht sein. Das haben wir schon überlebt. Okay. Okay. Das ist das komische Wasserrad. Ich denke mal, da müssen wir das nächste Mal was machen, wenn wir Mike spielen oder so. Keine Ahnung. So. Das hier ist auf jeden Fall Matt, glaube ich. Da wird er angegriffen. Es endet nicht so gut, aber ja, vielleicht können wir das ja verhindern. Das ist, glaube ich, Ashley. Das haben wir auch schon. Entschuldigung, es kann sich nur um Stunden handeln. Oh, Alter. Ja, ich glaube, das ist Josh. Ja, das ist doch da beim Sanatorium. Ich glaube, die Stelle haben wir hinter uns gebracht schon. Die auch.
auch. Oh Mann, oh. Okay, das spielt sich alles im Haus ab anscheinend. Ja. Ja, das hier könnte interessant für uns sein noch. Aber was genau sehe ich denn da, dass er neben der Tür steht und sie zu ist? Ob mir das hilft, ich weiß es nicht. Mir hat das jetzt eigentlich alles nicht geholfen, aber... Soll ich noch mal eben kurz da gucken? Okay, da liegt was. Das ist unsere Weinsturzkarte. Was ist... Hä? Was guckst du dir da an? Das Gitter? Das... Was? Ist da ein Loch unter? Oder hä? Gehen wir einfach. Los, Matt. Sei keine Memme. Oh, nö. Oh, die blöden Kackteile. Ich hasse euch. Okay, da ist noch ein Totem. Vielleicht hilft uns das ja. Mike. Oh Mann. So, das hier sieht auch ziemlich verschlossen aus, ja. Das klingt so nah. Oh, jetzt kommt das gleich um die Ecke gesprungen. Ich glaube, noch ist alles... Okay, da können wir nicht weiter. Hier liegt doch bestimmt irgendwas. Nee? Na gut. Toll! Dann halt weiter. Oh nee, ich will da nicht hin. Wenn Emily es geschafft hat, dann schafft Matt das doch wohl auch. Hoffentlich. Boah, hört mit den Nahaufnahmen auf die... Hä? Okay, hier ist zu. Hier können wir wahrscheinlich nicht lang, ja. Okay. Was war das? Oh, nee. Oh, verstecken? Ja, okay, verstecken wir uns mal. Okay. Ja, alles klar. Also dann,
ich finde diese Stellen so unfair, wo man den Controller ruhig halten soll. Weil der irgendwie so sensibel ist. Ich habe den eben abgelegt sogar. Aber, ach man, naja, egal. Was soll's. Boah, voll ärgerlich. Es ärgert mich jetzt echt. Na gut, Sam, weiter geht's. Es sind zwei Wege, die wahrscheinlich zum selben Ziel führen. Vermute ich mal. Ich glaube, ich gehe rechts. Oh nö! Ich höre es schon quaken, ey! Na gut, weiter geht's. Hä? Ach so, geht's hier gar nicht. Ach so, ich dachte, da oben geht's jetzt lang. Na toll. Ach, das ist der Weg, den Jess und Mike gegangen sind, glaube ich. Oh nö, lass mich bitte in Ruhe. Ja, das ist der umgestürzte Baum. Ich glaube, es ist noch etwas weiter entfernt. Da liegt was. Gott, wo sind wir denn jetzt hier? Ah, springen willst du? Och, warum willst du mal überall hinspringen, Mädchen? Okay, wir haben gar keine Wahl. Oh nee. Was? Okay. Oh Gott, das ist wahrscheinlich echt kalt. Okay. Sam, wir schaffen das. Dich will ich durchbringen. Was ist da hinter uns? Nichts mehr, oder? Ach Mann, wieso will ich das überhaupt versuchen? Ich will zu dem scheiß Haus. Nein, ich will nicht springen. Aber ich muss ja wohl. Wir sind bei dem Haus. Shit.
schlimmer, wenn wir hier bleiben. Komm schon. Mann. Nicht gut. Ich wollte es auch gerade sagen. Was sollen wir jetzt tun? Sehen wir im Keller nach. Vielleicht ist da noch jemand. Gleich kommt die Stelle, wo das Vieh hier im Haus ist. Mann. Aber ich glaube, das ist noch nicht drin. Das höre ich bestimmt, wenn der reinkommt. Hoffe ich. Ach Mann, ey, das. Weißt du, was ist denn hier? Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wo ich bin. Das sieht hier irgendwie so anders aus. Ach so, wir gehen in den Keller. Ja, wunderbar. Das ging schnell. Okay. Ich habe eine Lampe. Okay, das Kino. Wie hoch ist die Chance, dass wir überleben? Hm? Daran will ich gar nicht denken. Lass mich! Weg hier! Los, 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 los! Ah, wir müssen weg! Genau! Ich weiß nicht, ist das jetzt gut oder schlecht, die Idee? Yeah.
Oh Gott, habe ich die jetzt beide getötet? Scheiße. Oh nein! Alter Mann, ich kann ihn gar nicht beschreiben, ich meine. Sie sagten, Sie hätten sich von ihm verfolgt. Hat das noch jemand aus Ihrer Gruppe gedacht? Naja. Hat ihn vielleicht diese Person getötet? Was? Nein, Sie verstehen das nicht. Glauben Sie... Hat er Sie angegriffen? Er hat mich gerettet. Und ich habe ihn sterben sehen. Er hielt sie mir direkt vors Gesicht. Hierhin, direkt vor meine Nase, und er hätte schießen können. Er hat mich fast erschossen, der Penner. Ich meine, da geht man ewig lange mit einem Kerl aus und glaubt, man kennt ihn, aber Mann, der schießt echt den Vogel ab. Er war doch mein Freund. Nachdem seine Schwestern verschwunden waren, haben wir abgeredet. Er sagte, ich wäre die Einzige, die ihn versteht. Wir stellten uns nach. Wenn Sie mit jemandem reden wollen. Danke, nein. Manchmal nach einem traumatischen Erlebnis. Ich sagte doch nein. Wegen Matt, haben Sie ihn gefunden? Nein, noch nicht. Oh Gott, er ist tot. Oder nicht? Wieso sagen Sie das? Oh, nein. Er war... Oh mein Gott, ich war so ein Biest und ich... Vielleicht hätte ich ihm helfen können. Vielleicht hätte ich ihn retten können. Ich war schuld an Mikes Tod. Ich sollte mich nicht bewegen. Aber das habe ich. Er hat mich gerettet. Ich bin schuld an seinem Tod. Sie müssen mir zuhören. Es ist mir egal, ob Sie mir glauben oder nicht. Ganz egal, denn das werden Sie. Was ist in den Minen, Sam? Ich würde alles geben, um zu vergessen. Ach Mann! Shit! Ich will gerade nicht in das schöne Lied reinquatschen. Naja. Kacke, ich habe irgendwie nicht gecheckt, dass die, was die am Ende von mir wollten. Ich dachte, ich muss das machen, um die zu retten. Jetzt sind... ausgerechnet Mai. Mann, das ist echt doof. Na gut, aber... Älter schon war auf jeden Fall echt doof. Nicht zufrieden mit dem Ende. Zum Schluss sind so viele gestorben. Scheiße. Na gut. Aber ja, so ist das Leben, nicht wahr? Auf jeden Fall danke euch, dass ihr dabei wart. Das hat auch sehr viel Spaß gemacht mit euren Kommentaren und so. Vielleicht seid ihr ja noch bei Far Cry dabei. Ansonsten
werde ich wahrscheinlich demnächst schon was Neues anfangen. Mal sehen, Heavy Rain vielleicht. Das hätte ich schon Bock auf jeden Fall nochmal zu spielen. Tja, ansonsten bis zum nächsten Projekt. Und bis dann. Tschüss. Ist etwas. Haben Überlebenden gesichtet. Ein Überlebender. Wiederhole. Ist das? Oh, fuck. Zurück! Nein, nein, nein! Zurück! Scheiße, nein! Oh nein, ich habe befürchtet, dass irgend sowas passiert. Aber gerade habe ich gar nicht mehr dran gedacht, dass Josh ja noch da unten ist. Krass. Oh Gott. Oh Gott! Alles so eskaliert. Das ist alles schlimm, was passiert ist. Ey. Ja, okay. Scheiße. Mann. Ich hab so viele kleine Teenager getötet. Okay, jetzt aber wirklich. Ja. Macht's gut und bis dann. Tschüss.